Schloss Burg an der Wupper. Hier betreiben Alrun und Leonard Zagermann ein Bürsten- und Pinselfachgeschäft. Das letzte seiner Art, das noch selbst produziert. Wunderbar. Ich frage aus folgendem Grunde, weil wir ja für verschiedene Frisuren auch verschiedene Haarbürsten haben. Das wäre zum Beispiel eine aus einer schönen Kräfte. Bürste ist nicht gleich Bürste. Industrieware kommt den Zagermanns nicht über die Türschwelle. Fast alles, was sie hier verkaufen, haben sie auch selbst gemacht. Künstlerpinsel und Spinnfeger, Rasierpinsel und Besen und Bürsten für jedes Haar. Denn eine gute Haarbürste muss zwei Dinge tun. Sie muss das Haar pflegen. Das heißt also, das natürliche Haarfett, was unsere Kopfhaut bildet, durchs Haar verteilen. Dadurch bekommt man einen eigenen Glanz ins Haar. Und zum Zweiten soll sie die Kopfhaut massieren. Das fördert die Durchblutung und damit führt das Blut Nährstoffe an die Haarwurzel. Und das ist ein ganz natürlicher Kreislauf, den man seit über 100 Jahren kennt. Und deswegen muss die Haarbürste... Feinbürsten- und Feinhaarpinselmacher nennt sich Leonard Zagermann. Bei seinem Vater hat er das Handwerk gelernt. Der hat den Betrieb 1949 in Solingen gegründet. Produziert hat er vor allem für die Schneidwarenindustrie. Als durch den Strukturwandel in den 80er Jahren die Aufträge immer weniger wurden, beschlossen Leonard und Alrun Zagermann, 1988 auf die Burg zu ziehen und sich zu spezialisieren. Statt grober Bürsten fürs Schleifen und Polieren stellen sie nun feine Bürsten und Pinsel für Privatkunden her. Ein Handwerk voller Geschichte und Geschichten. Also ich werde ja oftmals gefragt, wieso kommen Sie ausgerechnet zum Bürstenmachen? Dann habe ich gesagt, das ist natürlich einmal durch meinen Vater gekommen. Und wenn man einmal in dem Metier drinsteckt, dann kommt man da so leicht nicht mehr von los, denn ich hatte schon Haare und Borsten in der Muttermilch. So, jetzt muss ich mir diesen ersten Weg anzeichnen. Ich habe hier in der Mitte zu beginnen mit den ersten vier Löchern, fünf sind darüber versetzt und dann habe ich die ersten beiden Rundreihen mir angezeichnet. Der Rest ergibt sich dann, wenn ich angefangen habe einzuziehen, ganz zwangsläufig aus dem Ablauf. So, jetzt wird der Draht genommen, einmal durch das erste Loch durchgezogen und nun machen wir eine Schlinge, die man zum Zusammenziehen bildet, um das erste Bündel zu fassen. Und das müsste jetzt eine Menge sein, die passt. Jawohl. Mit der nächsten Schlinge, die ich jetzt natürlich fortlaufend bilde, indem ich den Draht einfach knicke, durchziehe, das Bündel in der Mitte falte und bis zum Anschlag ins Loch ziehe. Die nächste Schlinge kommt wieder mit einer Öffnung und das Bündel in der Mitte und wird hineingezogen. Und dann habe ich gleich das vierte Loch und damit den Anfang der ersten Reihe. Und dann muss ich unterbrechen, um das zu schneiden. Da wird also der Draht geknickt, durchs Loch geschoben, vorne wieder geöffnet zu einer Schlaufe. Dann nehme ich das Bündel und dann zieht man das ein. Und so geht es fortlaufend weiter. Spinnfeger nennen wir ihn, die sogenannte Halbmondform, die hier im Reichenland sehr gebräuchlich war und immer noch ist. Das ist Rosshaar. Einmal wurde die genommen, um Spinnweben wegzufegen. Die Dinge wurden aber auch zum Nassabwaschen genommen, zum Beispiel in alten bergischen Häusern, die hohen Fenster und Schlachladen. Da hat die Hausfrau mit einem langen Stiel von außen dann die Dinge abgewaschen, weil das sich da auch für sehr gut eignet. Das Loch ist ja konisch bzw. ist trichterförmig abgesetzt, damit sich das Bündel festzieht an einem Anschlag. Und dazu muss ich natürlich hier hinten am Draht ziehen. Zum Einziehen benutzen wir einen rostfreien Stahldraht, ein V2A-Material, der besonders zugkräftig ist, wobei diese Drähte in Ringen geliefert werden, je nach Durchmesser des Drahtes irgendwo zwischen 1 und 2 Kilo. Und wir selber spulen uns auf diese Handspulen, die wir dann hier zum Einziehen benutzen.
wir das letzte Loch und dann wird der Draht abgerissen. Und dann machen wir das, was wir sonst eigentlich nicht wollen, die Sollbruchstelle hinein und dann reißt er durch. Und dann wird das freie Drahtende, dazu muss ich das andere ein bisschen anheben, hier durchgefädelt und verknüpft. Dann sitzt der Draht fest und dann kann man ihn abdrehen und der Rest ist verknüpft. Und dann wird die letzte Reihe eben mal nochmal durchgekämmt und geschnitten. Jetzt haben wir wieder den Anschlag hier und hier haben wir jetzt die Rundung für das fertige Teil. Und dann geht man zum Schluss noch einmal mit dem Kamm durch und kleine Unebenheiten, die dann sich noch ergeben, kann man mit der Handschere dann begradigen. Der Träger der ganzen Bürste ist traditionell Holz. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich das ein wenig verlagert, auch zu Kunststoffkörpern. Man hat natürlich früher noch mehr als heute Edelhölzer verwendet für Feinbürsten, zum Beispiel für Haarbürsten und Kleiderbürsten, für hochwertige Sachen. Das gibt es heute nur noch ganz wenig, weil solche Hölzer immer knapper werden und immer teurer. Wir haben hier zum Beispiel ein Holz, ein sogenanntes Möbelbürstenholz, so wie es früher gemacht wurde. Aus einem Ahornholz das Unterteil gefertigt mit einem Ebenholzzwischenfurnier und einem Kirschbaumdeckel. Das hat erstmal hier solche feinen Anfräsungen, hat eine feine Bohrung mit 369 Loch a 1,6 mm Durchmesser. Und wenn man eine solche Bürste einzieht, dann kommt diese feine Form dabei heraus. Das ist jetzt Ziegenhaar als Staubbürste, die besonders dicht wie ein Samt ist und die ganz fein aufgeteilt ist und eine wunderschöne Form hat, eben auch durch die Abfräsungen des Holzes. Wenn man das Teil heute sieht, was wir serienmäßig kaufen können, dann ist das ein Holz mit 70 Loch, a 4,3 mm Durchmesser und wird mit Ziegenhaar eingezogen und das ist dann das Fertigprodukt. Das ist wirksam, das ist, erfüllt durchaus seinen Zweck, aber es ist natürlich nicht mehr die Eleganz früherer Modelle. Was ich eigentlich sehr gerne mache und wofür leider manchmal zu wenig Zeit ist, das ist die Reparatur alter silberner Bürstengarnituren. Die Garnitur habe ich vor längerer Zeit auf einem Antikmarkt gekauft. Die war schwarz wie Kohle, die habe ich aufpoliert, die Bürsten habe ich restauriert und erneuert. Und die lege ich nun also zum Verkauf aus, weil viele Leute daran interessiert sind. Im Bürstenhandwerk waren früher sehr, sehr viele Frauen beschäftigt, gerade als die handwerkliche Tätigkeit, die sogenannte Manufaktur, eben noch sehr verbreitet war, weil die Frauen erstens mal mit den Fingern meistens geschickter und schneller sind als die Männer, zweitens bekamen sie billigere Löhne oder geringere Löhne, dadurch natürlich auch für die Betriebe in irgendeiner Form lukrativer. Bis heute werden noch immer sehr viele Frauen besonders für die Feinhaarpinselmacherei verwendet, weil sie eben das feine Fingerspitzengefühl für die winzigsten Pinselchen haben. Wir haben also im Wesentlichen zwei Einziehtechniken. Einziehen nennt man also die Tätigkeit, diese Haare ins Holz einzuziehen. Einmal Dinge, die sich einspannen lassen in einen Schraubstock, im Wesentlichen also Flachhölzer, ziehen wir mit dem Knebel ein und wo es möglich ist vom Material her, das geht bei dem feinen Ziegenhaar zum Beispiel auch nicht, nehmen wir einen Bündelabteilapparat zu Hilfe, weil das eben dann schneller und gleichmäßiger abläuft, als das Haar oder die Borste mit der Hand abzugreifen. Die Teile, die jetzt empfindlicher sind oder die so geformt sind, wie der Staubwedel, den wir gesehen haben, rund, das lässt sich nicht in einen Schraubstock spannen. Hier muss also der Draht fixiert werden und das Teil, was gearbeitet wird, ist flexibel und wird am feststehenden Draht gezogen. So ist der Unterschied. Da lässt sich
Das Ziegenhaar ist extrem weich und hängt sehr stark aneinander, sodass also man wirklich beide Hände benötigt, um ein einzelnes Bündel abzuteilen. Und das ist auch der Grund, warum solche Dinge von Fabriken nicht mehr hergestellt werden, weil für dieses Ziegenhaar einfach eine maschinelle Fertigung nicht möglich ist. Also wir haben eine gewisse Arbeitstrennung bei uns. Meine Frau hat sich sehr stark auf die Verarbeitung von Ziegenhaar, eben diesem ganz besonders feinen Haar, spezialisiert und ist da also äußerst versiert und äußerst schnell und arbeitet hervorragend. Es wäre also für mich gar nicht sinnvoll, das selber noch zu machen, sondern ich konzentriere mich im Wesentlichen auf Materialien, die auch ein bisschen anstrengender zu verarbeiten sind und insofern der Männerhand bedürfen. Also das Ziegenhaar ist vom Fell. Die Kaschmirziege hat eine sehr dichte Unterwolle und ein sehr langes Grannenhaar. Dieses Ziegenhaar hat darüber hinaus einen sehr, sehr hohen Haarfettgehalt. Und das bedeutet, man nimmt das Ding zum Staubputzen und der Staub bleibt daran haften und wird nicht aufgewirbelt. Und das ist ja das, was die Hausfrau damit bezwecken will. Und nach Gebrauch klopft man es dann eben mal draußen aus. Es gibt nun natürlich wie in vielen Bereichen im Tierreich unterschiedlich gefärbte Tiere. Es gibt weiße, es gibt graue, es gibt schwarze. Wir verwenden schwarze und weiße aus dekorativen Gründen, weil das hübscher ist. Früher hat man nur weiß gemacht. Das wird irgendwann langweilig bei der Arbeit und es ist auch für den Kunden nicht so ansprechend, als wenn man ein bisschen unterschiedliche Muster macht. Die Idee hatte meine Frau vor Jahren und die haben wir umgesetzt und die ist prima angekommen. Man macht nicht nur ein Muster, man macht dann auch eben ganz unterschiedliche Muster da rein. Und so gibt es viele Varianten und das wird vom Kunden dankbar angenommen. Was praktisch ist, darf auch ruhig mal hübsch aussehen. In der Zeit auch schon der Industrialisierung und in der Zeit, als das Manufakturwesen langsam wuchs, dann haben die Leute zu Hause gearbeitet und dann haben sie das Zeug verkaufen müssen natürlich. Und dann ging Vater oder auch Sohn mit einer Kiepe auf dem Rücken und einem Korb am Arm durch die Lande zu den Haushalten oder in die Städte und wanderte dort von Haus zu Haus, um die Waren feilzubieten. Heute hat sich das stark verändert. Wir leben ausschließlich von der Privatkundschaft und deshalb sind wir also hier ständig im Laden anwesend. Meine Frau und ich machen auch während der Zeit Handarbeit, einmal weil es die Leute interessiert, mal zu sehen, wie es gemacht wird. Und zum anderen haben wir keine Zeit, nur auf Kunden zu warten, sondern während der Zeit muss produziert werden. Wir haben also ein Artikelsortiment von mehr als 800 verschiedenen Artikeln in einer guten, ansprechenden Qualität, denn wir legen Wert darauf, dass die Kunden zufrieden sind und wiederkommen. Vor etlichen Jahren war ein Musikprofessor bei uns, der das Fagottspielen lehrt. Und der für dieses besonders feine Mundstück an diesem langen Röhrchen, wo das Fagott gespielt wird, zum Reinigen des Mundstückes diese winzig kleinen Bürsten braucht. Und inzwischen haben uns so viele seiner Studenten angerufen, dass wir diese Bürstchen von Skandinavien bis nach Italien und Frankreich verkaufen. Wir haben jetzt hier etwa 110 Gramm einer feinen weißen Chungking-Borste. Das ist eine besonders feine chinesische Borste, eine sehr gute Qualität und machen daraus einen flachen Lackierpinsel in 4 Zoll gleich 100 mm Breite. Zunächst wird dann die Borste, nachdem ich sie gleichmäßig aufgestoßen habe, in das Pinselblech eingeführt. Dann müssen wir das Ganze noch mal ein wenig zurückschieben und hier noch ein
Abstandhalter hineinfügen, damit wir hinterher eine kleine Reservoirfülle für die Farbe haben. Dann wird es aufgestoßen und auf dem sogenannten Vortreiber, der dem Pinselstiel in etwa entspricht, nach vorne geschoben gleichmäßig. Dann kann man es davon wieder abnehmen. Danach müsste die Borste verkittet werden und dann wird der Stiel aufgesetzt, der dann mit Stiften befestigt wird. Und so in etwa ist der Aufbau des Lackierpinsels, wenn er dann hinterher fertig ist. Besatzmaterialien für Bürsten sind schwerpunktmäßig. Nicht nur Ziegenhaare, sondern ein ganz, ganz großes Feld nimmt die Schweineborste ein. Darüber hinaus gibt es Rosshaare und Rinderhaare und sehr viel Pflanzenfasern. Für Feinpinsel und Künstlerpinsel werden dann auch sehr viel Wildtierhaare verwendet. Aber das kommt nicht für die Bürsten in Frage. Das dicke Haar vom Schwein nennt man Borste. Und das gibt es in vielen Variationen. Erstens mal in verschiedenen Farben. Hell bis, da haben wir zum Beispiel eine Borste, die ist Naturfalb, nennt man das. So ist die Naturfarbe. Die werden zum Teil gebleicht, dann sind sie heller und natürlich farblich schöner. Dann gibt es graue Borsten, weil es eben auch graue Schweine gibt. Und es gibt schwarze Borsten, wie ich sie zum Beispiel hier im Pinsel habe. Die verschiedenen Farben sind aber nicht unbedingt ausschlaggebend für die Qualität, sondern für die Qualitäten gibt es andere Merkmale, nämlich von welchen Schweinerassen und aus welchen klimatischen Zonen die Borsten kommen. Und diese Borste ist zum Beispiel überhaupt nicht für Pinsel verwendbar, weil die Fahne viel zu lang ist. Die nehmen wir als Bürstenbesatzmaterial und dann wird die Fahne weggeschnitten, dann bleiben noch so etwa 2/3 der Borste übrig und die ist sehr kräftig. Den nimmt man im Überwiegenden für Haarbürsten, weil sie nämlich sehr gut durchs Haar geht. Für die Pflege der Bürste gebe ich Ihnen hier etwas dazu. Das geben wir immer als kleines Präsentchen zu den Haarbürsten. Damit können Sie sie besonders gut säubern. Lange Haare nimmt man raus mit dem Kamm. Aber was sich an Staub oder mal Kopfschuppen auf dem Untergrund der Bürste ansetzt, kann man mit diesem Kamm- und Bürstenreiniger sehr gut säubern. Und man muss die Bürste nicht so oft waschen. Ja, super, dann nehme ich die bitte. Wunderbar, gerne. Ich packe sie ein bisschen ein. Natürlich sind sie etwas geschützter unterwegs, darf es Ihnen so geben. Und Sie sind so nett und gehen rüber zu meiner Frau, die hat die Kasse. Dankeschön. Darf mich bedanken. Wiedersehen. Tschüss.